Guten Morgen, liebe Einbewohner. Es ist Samstag, der 14. April, hier auf Zockerp. Unglaublich, heute findet unser erstes Angetünde hier auf Zockerp statt. Das Turnier läuft bis 18 Uhr. Kommt einfach zum Pavillon auf den Westplatz und macht mit. Ja, mit dem Neuesten von heute. Heute haben wir einen Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, ihr alle begrüßt unseren neuen Gast. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Wie immer klingt das mit meinem Nook-Phone, dass wir Sternis kriegen. Hallo, hier Schlepp aus Nooks Laden am Telefon. Der Verkaufskiste ist da. 24.000 Sternis werden auf Konto überwiesen. Danke nochmal, dass du unser Angebot nutzt. Ciao, ciao. Okay, das klingt doch gut. Und dann werden wir gleich mal sehen, was mit Nooks Laden ist. So, okay, dann kannst du losgehen. Mal schauen, was so ist. Zum einen haben wir hier erstmal wieder direkt mal ein Posé, hoffe ich mal. Jawohl, endlich. Und die ganzen... Warte mal, es geht eigentlich gar nicht mehr lange, ne? Mit den Eiern, es geht nur bis morgen, glaube ich. Und da ist der 1000 Sterni Baum fertig. Also 80.000 Sterni sammeln jetzt, das passt auch. Den Baum werden wir auch sofort wieder abpacken, weil wir den brauchen wir nicht mehr. Zack, zack und zack. Haben nur gepflanzt, weil da die goldene Stelle war. Aber die haben wir ja schon mal neu gepflanzt. Mit 30.000. Junge. Mache das bitte. Zack. Raus mit dem. Baum. So. Dann gucken wir mal kurz. Hier ist gleich das nächste. Das ist aber nur ein Glücksei. Na cool. Dann müssen wir es halt so machen mit den Glückseiern. Ah, das geht anscheinend nicht. Wir sind auch die Laubglückseier. Und die Bäume entwickeln sich aber auch viele, viele prächtig. Sind noch nicht alle fertig, das ist klar. Die brauchen noch eine ganze Weile. Auch die Bambus-Sprossen brauchen noch eine ganze, ganze Weile, bis sie fertig sind. Mal gucken, hier ist noch irgendwas gewesen. Jetzt sehe ich es auch natürlich nicht. Schade. Zack, es ist auch nur ein Glücksei. Ach komm, ich hasse die Glückseier mittlerweile. So, das machen wir auch wieder zu. Na, sonst ist alles hier super gut. Bis auf dieser eine Baum hier hinten. Der entwickelt sich höchstwahrscheinlich nicht mehr. So wie kann ich schon mal sagen. Weil der irgendwie fehlplatziert war. Aber wir können es den Setzling mitnehmen. Wir können den woanders hin pflanzen. Echt? Okay, dann machen wir es hier hin. Ich hoffe, dass sich der da jetzt entwickelt, so wie ich es hoffe und denke. Dass eben auch unser Triforce entwickelt sich relativ gut. Das freut mich sehr. So, wir gucken jetzt mal beim Campingplatz vorbei. Aber vorher kam noch dieses Fossil aus wieder mal. Zwei neue Fossile, das können sich schon sehen lassen. Zu damit. Und wir gucken bei unserem Zeltfreund vorbei. Hallöchen. Wer ist denn da drinne? Günther! Günther Jauch hier oder was? Bongiro, nein, du träumst nicht. Günther steht vor dir. Ja, Günther Jauch, alles klar. Hättest nicht gedacht, dass dein Campingplatz so prominent eingeweiht wird. Okay, das sagt schon alles. Also, es ist definitiv Günther Jauch. Du bist doch einer von den Einheimischen, oder? Ja, ich sehe so auf was auf den ersten Blick. Ich wage sogar vorherzusagen, dass ich meinen Besuch hier sehr genießen wirst. Das will ich hoffen, Alter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wollen alle das hier herzlich oder verlangen sie es? Ich spüre diese gewisse Spannung in der Luft. Ganz so, als würde man mein Musikvideo endlich gedreht. Sieht doch ganz her. Wow, was für eine Ehre für dich. Ich sollte zuschlagen, bevor die Massen zukommen. Allerdings, hier wird diese verschlafene Insel mit den Ansturm der Paparazzi klarkommen, wenn ich hierher ziehe. Kannst du das bitte mit dem VIP-Manager oder so checken? Ich will euch ja nicht überfordern. So gut wie erledigt, Mann. So dann, bonjour. Fühl dich geehrt, mein glanzvolles Schicksal liegt in deinen Händen. Haha. Leute,
Wir haben den ersten prominenten Show. Günter Jauch zieht her. Nice, Mann. Das ist aber schön. Günter Jauch haben wir jetzt auf der Insel. Das ist grandios. Dann kommt doch gleich viel, viel mehr Leute zu unserer Insel. Oh, und hier ist schon das goldene Fleckchen. Sehr schön. Hier pflanzen wir jetzt auch keinen Baum mehr hin, erstmal. Weil wir haben noch einen 30.000 Sternisbaum, der gerade wachsen muss. Und deswegen, ab in den Geldbeutel. Und was hast du hier noch? Von unserem Häschen? Häschen-Tag-Boden. Haben wir noch nicht, erlernen wir mal einfach mal. Also mal gucken, wie es denn so geht. So, was ist der heutige Top-Verkauf? Baumstammhocker. Haben wir nicht. Deswegen gehen wir rein. Und morgen ist ja wieder Sonntag, das heißt, wir können ab morgen neue Rüben verkaufen. Warte, wir können nichts laden. Oh, heute habt ihr was Besseres im Angebot. Das hier zum Beispiel. Faxgerät, genau. Der Preis beträgt 1500. Interesse? Nehme ich mit. Vielen Dank für den Einkauf. Dankeschön. Hier stehe ich mit dir 1500 zu erhalten. Und endlich eine richtige Toilette. Ein Pissoir, besser gesagt. Genau, der Preis beträgt 1900. Na, Interesse. Jep. Besser als die Asien-Toilette. Wir können das Pissoir einfach so mitnehmen. Das ist auch schön. Wir nehmen uns auch noch den Gartenzwerg mit. Das ist ein Gartenzwerg, genau. Der Preis beträgt 1900 Sternis. Interesse? Ja, nehme ich mit. Danke für den Einkauf. Ich bin die 1900 gekriegt zu haben. Sonst habe ich mir so ein schönes Tapeten. Heutiges Sonderangebot. Heutiges Sonderangebot? Ich schau mal. Aber sonst ist leider nichts für mich dabei, mal wieder. Sonst Tapeten oder so? Leider auch nicht für mich was dabei. Nein, holt das, werden sich jederzeit vertrauen zu uns. Ja, das weiß ich. Mach schon so. Vielleicht nehmen wir uns einfach mal die Kerze mit. Einfach nur, um den ein bisschen Geld noch da zu lassen, dass sie bald ihren Laden auch nicht vergrößern. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielen Dank. Dankeschön. Und wir wollen heute zwei Einwanderungsparty fahren: einmal für Nux Laden und einmal für die neuen Einwohner. So. Dann schauen wir mal. Kicken wir jetzt hier eigentlich was raus? Ne, schade. Hätte sein können. Aber wir haben nicht alle Bäume geschützt, deswegen ist ja okay. Und wow, hier ist gleich wieder was. Und da ist der Bertinus. Oder wie auch, ich glaube, so heißt der Typ. Ich kenne ihn aus dem Paar aus Whiteboard und Pocket Camp. Und bitte geht's wieder besser. Hey! Diese angsthasten Fische wollen sich vor mir und den Kräften mit mir drücken. Mounts. Okay, dann sprechen wir Bartleus an. Nee, Lumeus heißt der. Jo, wer ist bereit zum Angeln? Lumeus. Der netzbekannte Angelguru ist jetzt auf jeden Fall. Und hoffentlich auch du, wer auch immer du bist. Ich bibbere hier das große Angelturnier aus und du kannst es sicher kaum abwarten, auszuwerfen. Wann es losgeht, du kannst sofort loslegen. Bis 18 Uhr läuft das Turnier noch. Also nichts wie los. Die Regeln des Angelturniers sind leicht. Fang innerhalb von 3 Minuten so viel wie möglich. Je nach Erfolg siehst du dir damit mehr oder weniger Punkte an Land. Und wer genau Punkte hat, kann bei mir dann gegen hochwertige Souvenirs eintauschen. Nun also los. Ja, dann landet wieder Geisterhand hier in der Kühlbox. Du brauchst in der Tasche also keinen Platz für die glitschigen Schlinge einzukalkulieren. Brauchst nur eine Angel und schon kannst losgehen. Yo. Also, jetzt mal Butter bei der Fische. Nimmst du am Angelturnier teil oder nicht? Wenn du heute zum ersten Mal ins kalte Wasser springst, entfällt dir sogar die Teilnahmegebühren. Wie sind die Regeln? Die Regeln des Angelturniers sind simpel. Also, das sind 3 Minuten, okay. Ja. Achso, die Fische kommen dann automatisch in die Kühlbox, die ich fange, okay. Hoffentlich ist noch kein neuer dabei, das wäre ein bisschen blöd dann für mich. Aber okay, kann man da nichts ändern. So, ja, ich mach mit. Jo, so muss das sein. Dann hast du ab jetzt genau 3 Minuten zu angeln. Und nochmal zu angeln. Ab 3 Fischen wirst du Bonuspunkte überschüttet. Also dann, angelfrei, yo. Okay, dann haben wir jetzt ab jetzt 3 Minuten. Die Runde fängt an.
Los geht's, Leute. Wird natürlich nicht rennen. Geh sofort hier ans Meer. Okay, wie viele Fische könnten wir fangen? Ich hoffe mal um die 5 Fische. Das wäre grandios. Ich sehe gerade keinen einzigen. Das ist euer Ernst? Doch, da ist einer. Komm her. Komm, wir haben einen. Barschmerle. Bachschmerle, Mann, nicht Barschmerle. Bachschmerle ist das. Idiot. Das ist der nächste. Warum sind die Glücksei hier dafür ausgesetzt? Weil die zählen ja, denke ich mal, nicht dazu. Na komm, komm, beisann. Komm, natürlich ist es ein Glücksei, ey. Verdammt. Nein, damit ist es bewiesen. Die sind nicht ausgesetzt. Verdammt, ey. Ich hasse diese Glücksei. Wenigstens bei Argentinien hätte ich gedacht, dass sie es wenigstens mal aussetzen könnten. Okay, mit denen, mit Dietmar rede ich danach noch. Und du hast gleich angebissen, komm her. Ein neuer Fisch, nein! Ein Sonnenbarsch. Verdammt, den hätten wir gebraucht fürs Museum. Und da ist der nächste neue Fisch, komm her. Der nächste Barsch ist... ne, ein Fighterfisch, okay, den kennen wir schon. Ich glaube, gratis sogar in Führung kann das sein. Auch kurz einen Sprungstab. Und die nächste Angel wieder. Das sollte nicht so hektisch sein. Ich lasse mir die ganzen Fische hier davon scheuche. Komm her. Ich hasse diesen Fisch jetzt hier gerade. Der Fisch. Dann halt weg, Fisch. Okay, wir haben 3. Das heißt, wir könnten hier zum 4. kommen. Shit, ich brauch den jetzt. Komm her. Boah, ich hab dich. Seebarsch. Okay. Wir könnten noch tatsächlich noch einen 5. kriegen. Wenn ich jetzt mich ganz, ganz schnell beeile. Komm her. Komm, beiß an. Renn dich. 5. Makrele. Und Schluss. Die Runde des Angelturniers ist vorbei. Holy shit. Okay. Dann schauen wir auch gleich vorbei. Also, wir haben das erste Angelturnier gut überstanden. Yes, ey. Ist genau, das ist gut geworden. Ist hier sonst noch irgendwas, was ich einsammeln könnte? Ja, hier. Angelturnier. Okay. Puh. Das Angelturnier findet 4-mal im Jahr statt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ah, okay. Also einmal im Jahr, oder 4-mal im Jahr. Jeweils. Einmal in... einmal in einer Jahreszeit findet statt. Wir gucken mal bei Lumeus vorbei. Das war ja schon mal ein sehr erfolgreiches Angelturnier. Ich würde gerne 2 Fische mitnehmen fürs Museum. Jo, wie ist es gelaufen? Du hast das Gewässer leer geräumt. Alles, was in deine Runde zu nähern dann zieht, landet in der Kühlbox. Sieh mal nach. Ach, und du sollst es nicht wissen, was du mit deinen Fischen anstellen sollst. Ich kaufe alles. Aber lass uns erst einmal ansehen, wie viel du in der letzten Runde so abgeschnitten hast. Also, in der Kühlbox sind insgesamt 5 Fische gewandert. Oh, und das ist mindestens 3, sind ein Bonus obendrauf. Bam, 7 Punkte für dich. Selfie Time. Alles klar, Diggi. Sie wandern und landen mal direkt in deinen Punktevorrat. Wenn du genug Punkte im Netz hast, kannst du so gegen hochwertige Souvenirs einlösen. Nicht vergessen. Ah, ich kann die mir jetzt einfach nehmen, meine Fische. Ach, schön. Ich glaube nämlich, diesen einen Fisch, den haben wir noch nicht, oder? Haben wir den Sonnenbarsch schon gesammelt? Ich guck mal nach.
Ja, Moment, Leute, ich guck mal nach, ob ich den Sonnenbosch schon hatte, weil der wird mir jetzt neuer Fisch angezeigt. Bitterling, Karosche. Doch, Sonnenbosch haben wir schon. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Wie viel gibt's mir denn dafür? Was gibt's? Wann hatten wir gerade Bier, mein Lieber? Andere Frage. Andere Frage? Gute Frage. Apropos, ich habe meinen ständigen Bedarf an Fisch. Frischfisch schon erwähnt. Falls du deinen Fang loswerden möchtest, würde ich sie glatt für ein paar Steine springen lassen. Ja, Fische verkaufen. Wunderbar, dann zeig mal, was du angezogen hast. Ich möchte mal gucken, wie viel ich dafür kriege. Oh, mehrere auf einmal. Insgesamt würde ich dafür 3000. 3000? Jetzt bin ich mal gespannt, noch nicht. Ja, wenn ich will, der hat schon, yo. Ich will jetzt mal gucken, wie viel das im Laden kostet. Ob der mir die teurer verkauft oder billiger. Wenn der mir billig verkauft, dann verkaufe ich ihn auf keinen Fall an den Typen. Wenn der Laden mir das jetzt teurer verkauft. Guck aber mal. Oder ist es der gleiche Preis? Ich weiß es nicht. 3100 ungefähr, hat er gesagt. Der verkauft ihn mir echt teurer. Jo, dann verkaufe ich es auf jeden Fall bei Bartolemus. Ne, Leomus. Auf jeden Fall. Das ist wichtiger jetzt. Weil der verkauft mir das für 3000 und die verkaufen mir das nur für 1000. So, ja, ich möchte die Fische verkaufen. So, hier, bitteschön, alle Fische. Für 3100. Abgemacht. So, Dankeschön, Mann. Du hältst mir ein bisschen aus der Geldnot. Ich meine, gut, wir haben 80.000 Sterne. Lieber Dank, wenn dir mal was Tickets ins Netz geht, denk an mich und an meinen Online-Ruhm. Ich möchte mal gucken, gegen was man die Punkte eintauschen kann. Andere Frage. Andere Frage? Gute Frage. Ja, was willst du denn wissen? Ja, ich weiß, du würdest was abkaufen. Ich möchte mal Punkte eintauschen. Mal sehen, du besitzt 7 Punkte. Du musst mindestens 10 Punkte haben, sonst gibt es kein Souvenir für dich. So läuft's, yo. Okay. Das ist neu. Das hat er vorher nicht gesagt. Okay, aber bevor wir das machen, feiern wir erstmal noch gleich die Einweihung. Und ich möchte mal kurz das andere Dings verkaufen, was ich habe. Deswegen passt das auch. Wir machen trotzdem was in der Verkaufskiste. Ja, verkauft es dann immer in der Verkaufskiste, dass es auf mein Konto geht. Ich gucke gleich mal, wie viel Geld noch auf mein Konto ist. Wenn ich ja wieder was anderes gemacht habe. So, 1384 ist okay. Das Pissoir müssen wir ja auch irgendwie in unser Haus jetzt kriegen. Beziehungsweise, es wird erstmal alles im Lager verstaut. Dass es nach und nach ins Haus kommt, weil ihr seht, Leute, mein Haus ist nicht besonders groß momentan noch. Deswegen könnte das vielleicht etwas schwierig werden, aber wir tun das erstmal alles ganz in Ruhe ins Lager rein. Obwohl, den ganzen Berg, den platzieren wir draußen. Auch genauso wie das Holz hier, das kommt auch damit ins Lager. Aus damit. Den ganzen Berg können wir draußen platzieren, der gehört ja auch raus in den Garten. Darum heißt er ja auch Gartenzwerg. Ja, jetzt kommt die Verschwörungstheorie, ich weiß. Den stemmen wir hier hin. Platzieren. So, da ist er. Ich gucke jetzt mal kurz, ob noch ein paar Fossilien da sind, dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich noch ein paar Fossilien finde. Komm schon! Yes, das dritte Fossil. Ich bin eigentlich nur noch zwei rein theoretisch. Man kann ja bis zu 5 Fossilien kriegen am Tag. Komm schon, Fossil Nummer 4! Endlich! Sehr schön. Und, Bettina, bist du auch schon so gespannt aufs Angelturnier? Ich habe 7 Punkte erreicht. Maschine? Heute werde ich ausnahmsweise mal meine Gesangsproben sausen lassen. Bevor ich meinen ersten großen Chartet lande, will ich erstmal einen richtig großen Fang machen.
Das heißt, ja, sie ist schon auch aufs andere Turnier gespannt. Ich werde auf jeden Fall nochmal dann dran teilnehmen, ein paar weitere Fische fangen. Ist ja klar. Dann gucken, dass wir die Souvenirs kriegen heute in der Folge. Hey Eugen, ich möchte Fossilien analysieren lassen. Und zwar vier von denen. Dam, dam, dam und dam. Die vier bitte. Okay, eine ist für sie jetzt auf jeden Fall drei. Gucken wir mal, welches es ist. Dann stiften wir auch gleich mal. Zwei neue Fossile. Bernstein und Brachiosaurus Rex Becken. Den Rest der zwei können wir verkaufen. Okay, den Rest werden wir jetzt verkaufen für wie viel denn? Plus das Ei für 7.360, das ist okay. Was haben wir eigentlich in der Flaschenpost gekriegt noch? Ich habe ein altes Magazin mit Tipps, wie mein Popstar wird, durchgesehen und diese Anleitung entdeckt. Du bist dann wohl von einem von den Schicksal außer mit Empfänger, wird sicher dein Lieblingsstück. Over und aus, Wally. Kirschkleid, alles klar, Diggi. Nein, danke, brauche ich nicht. Wir schauen es trotzdem mal kurz an. Aber nein, brauche ich nicht. Okay, ich würde sagen, ich nehme mal, kurz am Angelturnier teil und wir sehen uns dann gleich wieder. Ups, sorry, ich habe gerade nicht aufgenommen, deswegen. Vier Fische habe ich jetzt gesammelt, wir haben jetzt ein bisschen was. Ich möchte mal nachsehen. Fuck mich immer erst aus, scheiße. Ich will nicht alles verkaufen, weil ich glaube, wir haben einen neuen Fisch gefangen. Das müsste der Döbel sein. Genau, der hier, den glaube ich, haben wir noch gar nicht, oder? Nein, den haben wir nicht, der wird mir jetzt noch nicht angezeigt. Der Döbel. Hammer. Den werden wir auf jeden Fall noch im Museum abgeben. Aber jetzt gibt mir mein Souvenir. So, andere Frage. Ja, hast du. Ich weiß es, Mann. Ich möchte Punkte eintauschen. Mal sehen, du besitzt 13 Punkte. Dein Mutsch ist mir befehl. Yo. Das gibt dir ein T-Shirt? Ein Original. Angler-Shirt. Exklusiver hätte ich bei dem Meus. Yo. Danke, du noch bis 18 Uhr. Fische dich in Verstandung. Ange dir Punkte. Okay. Dann haben wir wenigstens das mal. Wir schauen uns das auch an. Sieht jetzt nicht so geil aus. Aber okay, fürs Erste sollte reichen. Wir wollen auch noch die Einweihung feiern heute. Das ist ganz klar. Denn für unsere neuen Bewohner müssen wir auch mal eine ordentliche Party feiern. Nook. Ah, Maschine. Hallo, hallo. Linda erwähnte sich ja bereits in solche Durchsage heute, aber heute ist unser erstes neues Gesicht auf dem Campplatz erschienen. Hat man Worte? Maschine, ich finde, du solltest da mal vorbei schon einen guten Tag sagen. Welches Ziel irgendwie böse gibt, überrede ich jetzt sofort nach Zuckerpizza ziehen. Klar? Ich hab's geschafft. Tatsächlich? Maschine, ich könnte dich drücken, wie schnell du das geschafft hast. Dann, wie geht's weiter? Ich weiß, ein neues Haus muss her, und zwar Dalli. Und du, Maschine, dem wirst du sie im Vergnügen zu verdenken haben. Du bestimmst, wo es hinkommt. Also, falls es dir recht wäre und so. Ja, überlass das mir. Danke, Maschine. Alles, allzeit bereit. So kenne ich dich. Dafür brauchst du ein neues Hausbaukit. Bitte sehr. Ich mit einem Vergnügen. Hol es einfach aus deiner Tasche und platziere es an der Stelle, wo es der Enge am geeignetsten ist. Kapiert prächtig. Wünsche ich viel Vergnügen bei Ladeplanung. Ja, aber ich will noch was anderes von dir. Ich will eine Einweihung feiern. Willkommen bei Bauberatung. Was liegt auf dem Herzen? Einweihung feiern. Ah, du willst mitfeiern, Maschine. Wie gleich mehrere andere auf einmal. Ach, ich jetzt habe ich wahrscheinlich den Zifuckel. Möchtest du an dieser Feier teilnehmen? Na, machen wir es als Service an, Leute. Klasse. Lass uns anfangen. Also dann, das Service Center wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern.
Zwar schon gestern, aber es ist egal. Danke, vielen Dank. Herr Elisabeth wünscht sich prächtig, das ist euch zu verdanken. Hier, ja. Ich muss gestehen, ich dachte Zeit, weil so ein kleines Service-Center würde stets bloß ein Zelt bleiben. Doch nun steht euch schon, was für eine tolle Einrichtung zum Wohle aller Einwohner daraus geworden ist. Erneut möchte ich allen danken, die bei unseren Unterfangen unterstützt haben. In diesem Zusammenhang will ich auch meine kompetente Partnerin vorstellen, die mir fortfahren helfen wird. Linda, möchtest du auch ein paar Worte an die Bewohner richten? Es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mich bei euch allen zu bedanken. Wenn ihr bereits gehört habt, mein Name ist Melinda. Ich bin erst vor kurzem auf EZOP angekommen und habe sicher noch einiges zu lernen. Aber ich verspreche, ich werde alles tun, um euch zu unterstützen. Kommt zu mir, wenn ihr etwas braucht. Danke, vielen Dank, Melinda. Es folgen ein paar Worte von jemandem, der das neue Service Center überhaupt erst möglich gemacht hat. Ganz recht, unsere unsichtbare Maschine hat das Wort. Möchtest du etwas hinzufügen, Maschine? Wir sind spitze. Tja, ja, gut gesprochen. Danke für die aufbauende Wortemaschine. Nun gut. Die Feier neigt sich dem Ende zu. All die, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen, das Ding zu drücken. Ja, in dem Sinne. Das Service-Anlass sowie Hashtag-Service verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra. Also, Hurra! Ja, da haben wir das Foto. Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt euch Acht auf den Heimweg. Ja, wir haben also die erste Feier beziehungsweise die zweite Feier absolviert. Mal sehen, was sich noch so alles ausschaut. Ich bedanke mich auch bei euch heute fürs Zuschauen. Und hoffe, wir sehen uns dann morgen zu einem neuen, frischen Part wieder. Bis dahin und ciao.